Eine Saison, ein Team, ein Traum. Wir holen uns die 3 Punkte. Auf geht's, Mädels! RB Leipzig will in die erste Bundesliga. Der große Plan geht noch weiter. Mit der Zielsetzung, dass du irgendwann dann auch eine Mannschaft hast, die international, also auch in der Champions League spielt. Ein Jahr ganz nah dran. An Frust und Euphorie. Wer fährt mit zur EM-Quali nach Kosovo? Ich wurde nachnominiert. Das neue Fußballjahr beginnt für RB Leipzig an der Grenze zu den Niederlanden. Eine Woche Trainingslager in Goch. 2 Spielerinnen, ein Zimmer, 15 Quadratmeter. Es ist ziemlich klein, wir haben auch nicht so wirklich einen Schrank, wo wir unsere Sachen haben. Aber ich nehme auch gerne ein größeres Zimmer das nächste Mal. Nee, aber wir kommen gut klar. Wir sind ja eigentlich die ganze Zeit unterwegs, deswegen ist es ja nicht so schlimm. Wir sind ja hier nur zum Schlafen und zum Ausruhen. Deswegen geht das voll klar. Dass wir zwischen den Trainingseinheiten einfach mal zur Ruhe kommen. Hier kann man einmal unser Badezimmer sehen. Also da ist jetzt nicht so viel zu sehen. Aber auf jeden Fall, hier ist die Dusche, die Toilette und hier machen wir uns fertig, Zähne putzen und so, genau. Langweilig wird keiner Spielerin beim Zweitligisten. Fast alle studieren oder arbeiten nebenher. Manche gehen noch zur Schule. Ich bin eigentlich über jede freie Zeit sehr dankbar, weil ich halt echt ab Montag dann und auch Donnerstag dann eben Prüfungen schreibe. Deswegen ist es eigentlich ganz praktisch, wenn wir dann frei haben, damit ich dann eben lernen kann. Ich habe im März die Unternehmerprüfung, die muss ich von der Firma aus machen, wo ich nebenberuflich tätig bin. Ja, das ist eigentlich optimal zwischen den Trainings hier lernen, weil zu Hause muss ich dann doch wieder zwischen den Trainingseinheiten mal was kochen. Und hier habe ich einfach mehr Zeit zu lernen zwischen den Einheiten. Für die Mahlzeiten ist die nächsten 7 Tage gesorgt. Auf die Spielerinnen warten andere Aufgaben. Auf dem Trainingsplatz. Nach einer Schwächephase im Herbst und einem versöhnlichen Jahresende liegt RB Leipzig auf Rang 3 hinter den beiden ersehnten Aufstiegsrängen. Die Rückrunde muss besser werden. Dafür sollen hier die Grundlagen geschaffen werden. Wir haben viele Tore gemacht in der Hinrunde, haben aber auch viele kassiert. Somit war es wichtig, einfach dieses Spiel gegen den Ball noch ein bisschen zu forcieren, um weniger angreifbar zu sein. Gleichzeitig aber auch offensiv, kreativ bleiben, uns immer mehr Lösungsmöglichkeiten erspielen und erarbeiten, um da einfach dann möglichst häufig zum Torabschluss und zum Torerfolg zu kommen. Wir hatten auch fast alle Spielerinnen quasi, auf die wir zugreifen konnten. Also es waren wenig, die ausgefallen sind, was ja auch eigentlich selten ist für so ein langes Trainingslager. Eine der besten Vorbereitungen, die ich je mit dieser Mannschaft auch gehabt hatte. 7 Tage in einer 20.000 Seelengemeinde am Niederrhein. Die Gefahr eines Lagerkollers durchaus vorhanden. Doch zum Glück gibt's Cafés. Und die Stimmung im Team ist ohnehin gut. Unser letztes Spiel in der Hinrunde auf jeden Fall hat noch mal so einen Schwung in die Mannschaft gebracht, einfach. Ja. Hi, Muddis. Der Schwung ist mit zum ersten Training gekommen, was ich richtig krass fand. Genau. Nach der Winterpause, wir hatten bestimmt alle keinen Bock mehr auf Läufe. Prost. Es ist doch ganz schön viel los. Ganz schön viel, ja. Das hatte man jetzt irgendwie lange Zeit nicht. Man fährt ja in der Regel auch gerade nicht in Urlaub oder sowas. Also man ist es ja irgendwie gewohnt, eigentlich die ganze Zeit zu Hause zu sein. Von daher war es eigentlich auch eine willkommene Abwechslung, mal 7 Tage raus zu sein und mal was anderes zu sehen. Es war ganz schön. Donnerstagabend, Team-Event, organisiert vom Mannschaftsrat. Sportliche Leitung, Trainerteam und Spielerinnen lernen sich noch besser kennen. Die Bürger haben das Ziel, die Werwölfe zu töten. Wir hatten Werwolf gespielt in verschiedensten Gruppen.
War super nett, dass sie mich gleich rausgewählt haben. Somit konnte ich mich gar nicht integrieren. Wahrscheinlich hatten sie Angst, dass ich die gefährlichste Person in dem Kreis bin. War aber auch einfach schön, auch mal die Mädels dann von einer anderen Perspektive zu beobachten. Einfach losgelöst da, raus aus dem ganzen Fußball. Die suchen jetzt Hinweise. Die suchen Hinweise. In der Toilette? Aber bin ich alles vermisst, okay? Ist das nicht so? In Socke? Ja, Eva hat was. Ich hab einen Hinweis! Es ist halt spannend, einfach zu sehen, wie die Spielerinnen untereinander agieren. Wer Wortführerin ist, wo man manchmal glaubt, so von wegen, okay, die ist eher vielleicht jetzt nicht unbedingt die Führungsspielerin, die dann in den Vordergrund tritt, um die Mannschaft an die Hand zu nehmen. Da fehlt doch ein Zettel. Haben wir einen Zettel? Wenn man die Spielerin alleine da hat, auch in einem Vier-Augen-Gespräch während der Saison, kriegt man das als Funktionsmitglied, also zumindest in meiner Position, nicht mit. Der ganze Abend war mal eine entspannte Situation. Der Ernst des Liga-Alltags lässt nicht lange auf sich warten. 2 Wochen später, Rückrundenauftakt gegen Wolfsburg. Die Niedersächsinnen befinden sich im Abstiegskampf. Bedeutet für Leipzig, ein Sieg ist eigentlich Pflicht. Okay, Game-Modus, oder? Endlich wieder angekommen in der Rückrunde, endlich wieder Markranstädt, 90 Minuten Rasen. Also ich glaube, wir sind alle heiß. So gut habe ich dieses Team noch nie wahrgenommen. Und was soll jetzt noch kommen? Also wer soll uns irgendwie was innerhalb dieser 90 Minuten klauen? Und wenn wir ganz genau unsere Aufgaben übernehmen, jeder seine gezielte Aufgabe, kann jeder Gegner kommen. Im Sturm fehlt immer noch die langzeitverletzte Nina Lange. Auch einige Corona-Fälle machen RB zu schaffen. Trotzdem spielt Leipzig von Beginn an dominant. Komm! Ja. Ah, schade. Wieder! Gut so! Tempo rein! In die Box! Risiko! Hi! Super. In den Ball. Aber wo will sie hin? Ich sehe doch, dass der Ball da vorne hinkommt. Das Problem ist, dass wir das Tor nicht erzwungen haben. Wir hatten eine komplette dominante Phase, über 90 Minuten. Grundsätzlich fehlen uns die Lösungen im Spielaufbau, wenn Mannschaften tief hinten drin stehen. Zur Pause steht's 0:0. Grundsätzlich ist das gut. Ist in Ordnung. Viele Punkte, ob es Restverteidigung ist, ob es Umschalten gegen den Nachballgewinn, Nachballverlust, ob es Spieleröffnung ist. Aber ein bisschen cleverer können wir sein. Jetzt wollen wir in die Box. Wir wollen mit allen in die Box. Um dann außerhalb, innerhalb der Box unsere Muster durchzuspielen. Viel mehr wird da jetzt auch nicht mehr passieren von denen. Also online sein. Clever sein. Ihre einzige Chance ist, dass sie uns schnell bespielen. Also Kopf einschalten. Die zweite Hälfte beginnt mit der bisher einzigen Chance für die Gäste. Och, ist nicht mein Ernst, ey. Vorwärts. Geht der an Pfosten, ey, haben wir ein Schwein, ey. Komm, nutz den. Nochmal Tempo über links, ey. Wir brauchen jetzt hier ein bisschen Leidenschaft noch mal drin, ja? Auf geht's. Immer noch 0:0. Die Zeit wird langsam knapp. Seht die Räume, Geduld haben. Der super Chip. So, den schaffst du. Doch ein Tor will nicht fallen. Zentraler, Madeleine, zentraler!
Die macht zu viel, ey, die macht zu viel. Wenn ich auf der Linie bin, kann ich nicht nur drei Kontakte nehmen. Der Endstand 0:0. Bei einem Chancenverhältnis von 8:1. Ein unbefriedigender Start in die Rückrunde. So schlecht waren wir gar nicht. Es fühlt sich an wie eine 10:0 Niederlage. Weitermachen, weiter kämpfen, härter arbeiten, härter trainieren, mehr machen, um dann solche Spiele dann natürlich auch für uns zu nutzen und für uns dann die 3 Punkte zu holen. Lange grübeln kann über den Punktverlust kaum eine Spielerin. Unter der Woche stehen schnell andere Dinge im Mittelpunkt. Wie bei Friederike Kempe. Die 25-Jährige studiert an der Sporthochschule Köln. Fußball spielt sie, seit sie laufen kann. Also ich habe eigentlich gefühlt schon immer mit dem Ball irgendwie gespielt und mit dem Ball auch am Fuß gespielt. Habe die Blumen von meiner Mama kaputt geschossen, was sie tatsächlich nicht so toll fand. Und dann hat sie irgendwann mir vorgeschlagen, dass ich doch mal in einen Verein gehen sollte. Bis sie 15 ist, spielt Friederike immer bei den Jungs mit und immer auf ihrer heutigen Position. So gut ich mich erinnern kann, würde ich sagen, dass ich tatsächlich schon immer in der Verteidigung spiele. Ich weiß gar nicht wieso. Vielleicht haben irgendwelche oder meine Trainer damals gedacht, dass das mein Talent ist in der Verteidigung. Aber ich habe das immer gerne gemacht, über außen, viele Laufwege und es hat mir einfach Spaß gemacht. Friederike spielte schon Bundesliga für Bayer Leverkusen. Zurück in die Elite-Liga, das ist das eine Ziel. Das andere, Fuß fassen im Berufsleben. Nebenbei arbeitet sie für das Büro des nordrhein-westfälischen CDU-Politikers Jens Nettekofen. Was würdest du jetzt Sonntag, mit welcher Aktion würdest du weitermachen bei der Enkel Charity? Ich habe es mir noch nicht ganz überlegt, aber auf jeden Fall, also wahrscheinlich irgendwas, wo wir Kontakt nochmal haben, weil es einfach deutlich besser funktioniert mit der Reichweite, wenn die das dann selber posten. Vielleicht nochmal ein Trikot tatsächlich aus dem Frauenfußball. Das wäre jetzt so die Idee, dass nochmal mehr Reichweite reinkommt, mehr Schwung reinkommt. Wie gesagt, nimm mal bitte Kontakt nochmal mit der Enkel-Stiftung auf und sag ihnen einfach mal, wie so der Zwischenstand ist. Frag sie bitte einfach. Der 20-Stunden-Job? Für Friederike ein erster Einstieg ins Berufsleben. Also ich hatte immer die Vorstellung, dass ich in einem Bundesliga-Club, in einer Medienabteilung arbeiten möchte. Wenn das irgendwie klappt, gerne. Aber es ist natürlich auch nicht immer so einfach, da reinzukommen. Aber ich bin eigentlich offen für alles, was kommt. Und ja, bin gespannt, was die Berufswelt für mich bereithält und wo ich dann letztendlich irgendwann mal landen werde. Was alle eint in diesem Team, ist das Ziel, in die Bundesliga aufzusteigen. Hier in Leipzig haben sie dafür gute Voraussetzungen. Denn selbst der Chef verfolgt wöchentlich die Ergebnisse. Oliver Minzlaff. Er war einer der Befürworter, hier mit dem Frauenfußball zu beginnen. Wir haben dann irgendwann mal zusammengesessen und haben gesagt, wie gestalten wir diesen jungen Verein und was sind Themen, die wir einfach auch noch bespielen wollen und in denen wir uns engagieren wollen. Und natürlich war das Thema Mädchenfußball und dann auch Frauenfußball ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wenn wir das machen und uns committen, dann ist natürlich auch unser Anspruch, dass wir es dann halt auch richtig machen und dass wir es ganzheitlich machen. Und das heißt dann natürlich auch, dass man Infrastruktur zur Verfügung stellt, dann natürlich auch irgendwann mit der Zielsetzung, dass du irgendwann dann auch eine erste Bundesliga-Frauenmannschaft hast, dass du irgendwann auch idealerweise eine Mannschaft hast, die international, also auch in der Champions League spielt. Das Profiteam der Männer ist für RB inzwischen ein lukratives Geschäft. Und der Frauenfußball? Lohnt sich das Engagement überhaupt? Wenn ich sage, verdiene ich damit Geld? Nein, ich verdiene damit kein Geld. Und trotzdem kann sich ja etwas lohnen, obwohl ich jetzt am Ende des Tages nicht einen schwarzen Strich drunter ziehe und dann eine schwarze Zahl habe.
Frauenfußball ist sicherlich, ich sag mal, aus dieser Randsportart mit wenig Akzeptanz herausgewachsen. Gott sei Dank herausgewachsen und gesellschaftlich viel stärker etabliert. Das, was uns und auch mich persönlich beeindruckt, ist, dass es eine ganz andere Wertschätzung gibt für Dinge. Dass es auch eine ganz andere, ja, eine ganz andere Leidenschaft, eine ganz andere Passion dann auch für diesen Sport gibt. Das passt zu uns, das passt zu unserer DNA. Und deswegen lohnt sich das auch, dass wir uns dort engagieren, weil wir halt auch viel zurückbekommen. RB hätte den Aufstieg des Frauenteams etwas einfacher haben können, mit zahlreichen aggressiven Transfers. Doch der Masterplan ist ein anderer. Es ist ja auch nicht so, dass wir uns jetzt hier eine Mannschaft zusammengezimmert haben, wo alle sagen, jetzt haben sie sich aber irgendwie alles komplett zusammengekauft. Das, was auch alle vereint, ist, dass wir auf junge, hochtalentierte Spielerinnen und auch Spieler setzen wollen, die dann halt hier auch Entwicklungsschritte gehen. Mittel- und langfristig ist das sicherlich auch ein Wiedererkennungswert, der uns auszeichnet. Eine dieser jungen Perspektivspielerinnen, Kira Spitzner. Zu Beginn der Saison war sie 16, galt als Ergänzungsspielerin. Inzwischen kommt sie regelmäßig zu Einsätzen, hat es sogar zu ersten Lehrgängen in der Jugendnationalmannschaft gebracht. Wenn man ihre Vita kennt, ist es noch viel unglaublicher, dass sie jetzt da ist, wo sie ist, weil die hat bis vor 3 Jahren bei uns noch als Torhüterin gespielt. Dann hat sie irgendwann gesagt, nach einer Verletzung, sie hat keinen Bock mehr und wollte dann im Endeffekt Stürmerin werden. Und seitdem trifft und trifft und trifft sie, sodass wir gar nicht drum herum gekommen sind, sie dieses Jahr dann wirklich in die erste Mannschaft hochzuziehen. Sportinternat Leipzig. Hier lebt Kira. 6 Mädchen teilen sich ein Bad. Sie hat inzwischen ein Einzelzimmer. Der Plan? Parallel zur Sportkarriere das Abitur machen. Heute auf dem Programm gebrochen rationale Funktionen. Nee, Mathe ist nicht mein Lieblingsfach. Ich könnte mir tatsächlich eindeutig schönere Fächer vorstellen, aber es gehört halt einfach dazu. Im Endeffekt ist es ein großer Teil, der dann auch zum Abi beiträgt. Ein Fach, was du halt nicht abwählen kannst und deswegen muss man dafür schon einiges tun. Als sie hierher kam, war sie gerade mal 11. Ein großer Sprung in diesem Alter. Die Eltern plötzlich 1,5 Autostunden entfernt im heimischen Vogtland. Doch der Traum von der großen Fußballkarriere, hier optimal gefördert zu werden, ließ ihr fast keine Wahl. Ja, klar, man hat Heimweh. Ich meine, man ist 11 Jahre und ist von Mama und Papa nicht mal nur fürs Ferientrainingslager weg, sondern einfach fast ein ganzes Jahr. Kannst zwar am Wochenende vielleicht mal nach Hause fahren, aber es ist halt nie so, dass du nach Hause kommst von der Schule und Mama ist da oder Papa. 3-mal schaffte es Kira sogar in die Startelf. Sie gilt als Rohdiamant. Trainerin Katja Kreulich kümmert sich oft persönlich um sie. Kira, komm her. Was ist los? Komm mit, komm mit. Guck mich mal an. Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe auf dem Platz? Was ist deine einzige Aufgabe? Was erwarten wir von dir? Was ihr von mir an der Laufbereitschaft? Ja. Ja. Das? Nur das. Mehr nicht. Mehr nicht. Nur das. Und das kannst du. Das hast du oft bewiesen. Mehr nicht. Die Erwartungen sind in dem Sinne nicht hoch, sondern sie hat eine klare Aufgabe, und zwar sich hier zu entwickeln. Und wenn sie auf den Platz kommt, Power zu zeigen. Kira hat leider manchmal das Problem, dass sie zu verkopft ist. Dass ich zum Beispiel eine schlechte Aktion habe, der Ball wegspringt, dieses Tor nicht treffe, der Pass nicht ankommt. Dann denkt man schon, denke ich, viel darüber nach, vor allem woran hat es gelegen, was kann ich machen. Und wenn du halt dann wieder nicht an die nächste Situation denkst, dich nicht auf die nächste Situation fokussierst, passieren halt immer mehr Fehler und mehr Fehler. Und irgendwann fallen dann halt die Schultern, der Kopf geht nach unten und du denkst so, ey, heute geht alles schief. Das, was sie noch alles vor sich hat, da kommt noch viel mehr als das, was wir gerade mit ihr vorhaben. Wie so oft lässt Kira den Tag mit einer Runde Kniffel ausklingen. Der Heimleiter Markus Peter steht immer gern zur Verfügung. Oh, bitte! 20, das reicht nicht. Das reicht tatsächlich, nee, das reicht nicht. Unsere Dreharbeiten sind fast beendet, als Kira einen Anruf bekommt. Schnell ist klar, da ist nicht nur eine Freundin dran. Ja, danke. Nein, natürlich. Heute.
Danke. Ja, was, ja, konnte man jetzt nicht so viel machen. Aber nein, ich, also ich freue mich auf jeden Fall. Geil. Mega. Machen wir. Okay, perfekt. Gut, vielen Dank. Danke, bis dahin. Tschüss. Wer fährt mit zur EM-Quali nach Kosovo? Ich wurde nachnominiert. Überall ja, gerade. Ich wurde gerade nachnominiert zur EM-Quali nach in Kosovo. Die hat gerade angerufen, wie ich mich fühle, ob ich halt Bock habe mitzukommen, ob ich auch voll einsatzfähig bin. Sagt er schon nein, ne? Wie passend. Komm, ne? Sure. Schön. Ende März. Zwei Teams liegen vor RB auf den Aufstiegsplätzen, Tabellenführer Meppen und Duisburg. Meppen ist heute zu Gast, ein 6-Punkte-Spiel. Wer von euch glaubt, dass dieses Spiel eine endgültige Entscheidung ist, Auf- oder Abstieg? Niemand? Ist auch ein Fehler. Wer von euch glaubt, dass wir aber heute 100% Leistung erbringen müssen, um für uns zu sagen, wir haben alles gegeben? Einfache Frage. Aber wichtig ist dieses Wort uns, wir, Konzentration auf uns lenken. Mehrere Stammspielerinnen fehlen heute, doch schon beim Warmmachen sind sie nah am Team. Die Anspannung in der Kabine spürbar. Bei einer Niederlage wäre Meppen 12 Punkte weg. Heute spricht nicht nur die Trainerin zum Team, sondern auch die verletzte Annika. So Mädels, ich darf heute was sagen. Heute ist so ein Tag, dafür arbeiten wir jeden Tag. Wir gehen früh zu Anja zum Training, gehen nachmittags auf den Platz. Einfach jeden Tag und das sind die Spiele, wo wir es jedem heute zeigen. Unserer Familie, unseren Freunden, unseren Fans. Lautstärke, jeden Zweikampf, egal welche Aktion, feiern wir heute bis zum geht nicht mehr. Und egal, wenn es 90 Minuten länger geht, wir gewinnen heute. Wir holen uns die 3 Punkte. Auf geht's, Mädels! Weiter! Leipzig gelingt ein Traumstart. Der Favorit aus Meppen wird schon in den Anfangsminuten förmlich überrannt. Noch im Hinspiel kassierte RB in Meppen eine bittere 0:5 Niederlage. Heute steht es zur Pause 3:0. Mädels, das ist geil, das macht so Spaß. Lass uns das weitermachen. Wir gehen in die Zweikämpfe. Die haben keinen Punkt mehr, die liegen 3:0 hinten. Immer wenn ich ein Tor schieße, gewinnen wir. Gut. So macht Fußballspielen Spaß, oder? Meine Fresse. Geiles Gefühl, Halbzeit, 3:0, geiles Gefühl, richtig gut. So, jetzt muss ich euch erstmal wieder runterbringen. Wir sind extrem nah dran, aber die werden jetzt ein Bollwerk bringen. Die wollen unbedingt diesen Sieg, das lassen die sich nicht bieten. Aber wir sind heute viel, viel stärker als die. Ich will keine Hände sehen, die sich zeigen, hier spiel mich an, ich will den Körper sehen. Okay, auf geht's, komm auf. Meppen macht in der zweiten Hälfte mehr Druck. Und in der 65. Minute
das 3:1. Ja, ja, ja! Ja, ja. Lass sie nicht schießen! Ja, ja, fest! Komm, komm, komm! Eine Viertelstunde vor Schluss, die Vorentscheidung. Ja! 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 Mehr als der Anschlusstreffer zum 4:2 gelingt Meppen nicht mehr. Der Abpfiff wird herbeigesehnt. Geil, geil, verdient, verdient. Viel noch zu tun, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Aber das haben wir uns wirklich, wirklich verdient. Und ich habe mir die 3 Punkte zwar nicht gewünscht, aber ihr habt dran geglaubt bis zum Schluss und das war alles. Also für alle. Der andere Aufstiegskonkurrent Duisburg lässt am gleichen Tag Punkte liegen. Jetzt sind es nur noch 4 Zähler auf Platz 2. Wir hatten alle Bock, war sowieso ist ein geiler Platz und geile Stimmung, geiles Wetter. Super viele Fans da, die uns in jeder Minute vorgepusht haben und ich glaube, das war heute irgendwie ausschlaggebend. Der Kampf um den Aufstieg entwickelt sich zum Showdown. Fortsetzung folgt.